Ja, jährlich grüßt das Murmeltier, ne? Apistikustag 2020. Schauen wir mal, was es dieses Jahr so gibt. Ist nichts los, Dominik? Alle haben Angst oder? Nein. Geisterstimmung hier. Gestern haben schon Stände wohl eher zugemacht, haben wir gerade gehört hier. Schade eigentlich, ne? Ich habe schon zwei Kunden gehabt, die sich auf dich bezogen haben. Hallo, moin. Ja, siehste. Ja, auch guck mal, in rosa. Ja, hä? Ist die Farbe des modernen Mannes. Ja, sehr schön. Ja. Jetzt mal was anderes. Oder, wie es auch heißt, wir haben Sachen für Frauen und für Männer und für divers. Ja, sehr gut. Das hier ist XL, das hätten wir ja noch. Guck mal, alte Bekannte. Alte Bekannte. Hallo, morgen. Grüße Sie. Hallo. Morgen. Grüße Sie. Morgen, hallo. Oh. Ein Honigabfüller für Kinder. Guck mal, hier kann man Kinder mit Honig abfüllen. Hotels. Hat ihr mein Logo da drauf? Die haben mein Logo da drauf. Doch nochmal mit. Ja. Oh, einer im Fernsehen. Und jetzt ist er hier. Da ist er hier. Genau. Ja, sehr gut. Hi. Grüß dich. Kleines Bild für die Presse. Hi. Ja, hallo. Ja, du stehst hier für dein Projekt. Ich stehe für das Projekt Bienen Live von WDR 2 vom letzten Jahr. Und erklär den Leuten, die es nochmal interessiert, was war das für eine Aktion, was habt ihr genau gemacht, wie lief das mit der Sensorik, mit den ganzen Kameras und so. Und verteile auch an Leute, die es genau wissen wollen, auch nochmal ein paar Bienenweide, Samentütchen. Genau, sehr schön. Ja. Und für die anderen, die es noch besser wissen wollen, sogar nochmal so ein tolles Wachstuch. Könnt ihr gerne behalten, ja, schenke ich euch. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Talke über Bienen, auch jetzt nebenbei. Mache dann auch einen Podcast demnächst. Also ich arbeite dran und habe dahinter noch so ein bisschen Technik und werde noch das eine oder andere spannende Interview führen heute. Cool, ja, da werden wir das mal verfolgen. Sehr schön. Sehr geil. Ich wünsche euch alles Gute. Habt Spaß. Ebenso. Ja, stimmt, hier waren wir letzten Mal schon. Schleswig-Holstein, ja.
Und die Schließrämchentechnik, die hat der Tür schon ins Leben gerufen, 1947 oder 1930 oder so. Da geht es um Nestduftwärmebindung. Die geht hier nicht flöten durch den Pfennigraum. Das ist ganz entscheidend. Das heißt, die haben permanent ihr Klima da drin. Ist wie Sie arbeiten möchten. Also Sie können so ziehen oder so arbeiten. Das ist der Moment der Hit. Und wir haben die letzten 3 Stück. Gestern haben wir 30 Stück gehabt, sind alles weg. Also. Alles Gute zum Geburtstag. Ja, danke schön. Ich bin jetzt gerade 50 geworden. Oh, sehr gut. Sehr gut. So? Wunderbar. Wunderzahl. Sehr schön. Jeder Kunde müssen Sie. Und auch Logo. Macht ihr eigentlich von Hand oder macht ihr das? Nee, das sind Fräsen. Fräsen. Das sind Fräsen, ja. Sagt was, Patrick. Ja. Ja, hier ist anscheinend die neue Halle, 1000 Quadratmeter extra, wo sich angeblich die ganzen Leute verteilen sollen. Aber doch, hier ist schon was los, guck mal hier. Geht doch, trotz Corona. Unser neues Produkt ist hier der Monitor. Okay. Unsere Stockwaage. Ja. Sonst, Bihaus, guck mal hier. Ja. Ja? So. Kann man vorstellen. Wir passen 4 Flämmchen rein. Mhm. Okay. So. Schön. Herr Biene. Guten Tag, Herr Biene. Hallo. Hallo. Oh, hier werden Bienenpralinen, Honigpralinen. Honigpralinen haben wir, genau. Genau. Nur Chuck Norris kauft Bienen. Oh, schön. Aus Hamburg. Ja. Ich komme aus Hamburg, ja. Bienenpralinen. Andere Modelle hatten nämlich die Funktion auch als Meisel hier vorne. Ja, anstatt Spitzen hat man hier vorne die Meisel gehabt. Die sind rucki zucki weg gewesen. Okay. Ja, weil Besucherinnen und Besucher des Apistikus-Tags. Um 12 Uhr findet im Grünen Saal die Preisverleihung Apistikus des Jahres statt. Wir freuen uns auf Sie um 12 Uhr im Grünen Saal. Ich bin auch wieder bienisch.
Dann Sabine, okay? Biene, Sabine. Dominik, was sagst du? Apistikustag 2020? Erst war es nicht so voll, oder? Dann war es nachher voll. Ja, also zumindest nicht so voll wie sonst. Aber natürlich auch 1000 Quadratmeter mehr jetzt. Also verläuft sich ein bisschen mehr. Aber so was wirklich Neues. Das haben wir gesehen, dieser Baumstamm, den wir gesehen haben. Der aber nicht wirklich für Imker war, sondern mehr so für, ich stelle mir da mal so ein Bienenvolk in den Garten und mach da nichts da dran, ne? Schwierig. Ja, schwierig. Das so gut ist. Naja, ansonsten eigentlich wie immer. Meine Linse ist dreckig. Naja, alles klar. Ihr kennt ja, ihr wisst ja Bescheid. Ne? Drückt mal den Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns garantiert demnächst wieder. Also, mach's gut. Ciao, ciao.